Ja, moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Was ist neu in the Forest mit der Axt im Walde. Und wir haben hier diesmal die Version 0.47, noch kam kein B raus. Ich denke mal, das ist ein gutes Zeichen. Hoffe ich, weiß ich nicht. Ja. In diesem Update dreht sich's auch nicht gerade großartig hier um Klänge oder Höhlen oder ja, neue Inhalte. Die gibt es nämlich auch nicht, sind nicht so wirklich, so wie man sich das vorstellt oder gerne hätte, nee. Es geht wohl an, aber um Blaupausen, Gebäude, ja, um Texturen und Modelle, das sage ich mal, ist definitiv das Hauptthema. Was auf jeden Fall neu dabei ist, ist hier die Profilanzeige zur Spielerliste, das heißt, ich habe ein Knöpfchen, ich blende das auch ein, außen Multiplayer-Modus, ja, wir befinden uns ja im Singleplayer-Modus. Und mit diesem Knöpfchen komme ich hier direkt auf das Steam-Profil über das Steam-Overlay im Spiel. Ja. Also auf jeden Fall was Schickes, Tolles, warum nicht, ja. Wir kennen das mittlerweile Gegnerweichen aus, wenn wir hier angreifen. Und diesmal kam sogar noch was hinzu, die können gleich hier einen Gegenangriff starten, nachdem die ausgewichen sind. Aber wir haben auch was Tolles bekommen, wir Spieler, nämlich das Blocken. Ja, auch als Parieren bezeichnet. Hier in weiterer Folge ist doch ein bisschen erweitert worden und verbessert worden. Das Handling ist ein eigenes, ein anderes. Und dazu gehen wir jetzt auch mal auf Gegnersuche. Ja, das heißt, das dauert ein bisschen. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, willkommen zurück. Hier sind wir wieder. Ne? Mit zwei Gegnern. Ich probiere das mal. Das Relevante an dieser Sache ist das Timing. Ja, ihr habt das schon mal gesehen, ja? Ich probiere das hier gerade eben nochmal. Und gut zu erkennen ist auch, dass die Gegner hier ein wenig zurücktorkeln. Ja, das heißt, die sind für einen Moment, sag ich mal, benommen, ja? Und man kann dann auch ordentlich zurückgeben. Hier, ne, direkt, jetzt haben wir der guten Tante eine reingesenzt. Jo. Komm mal hier. Nee, hat keinen Bock mehr, ne? Ich denke mal, das war auch genug für die gute Frau. Das ist auf jeden Fall, nee, komm nochmal, den will noch mehr. Gut, nächstes Thema. Das auf jeden Fall mit dem Blocken, soweit, ist das ein bisschen handlicher geworden im Umgang. Ja. Und das Parieren, finde ich mal, ist eine nette, gute Sache, ja. Lässt die Gegner auch für ein Momentchen hier zurücktorkeln. Ja, viel Spaß mal im Spiel, sage ich damit, ne. Auch neu dabei ist hier, die Muscheln sollten ja bisher gegessen werden können. So meinen die Entwickler, ging nicht, geht jetzt. Ja, linke Maus im Inventar. Ja, das klingt ein wenig wie so ein Klucksen. Ja, also ob der gute Mann hier einfach mal einen Schluck aus der Pulle nimmt. Oh nee, jetzt ist ein bisschen Crunch gekommen, ne? Ja, ist auch nett. Die Entwickler meinen das wieder eine Theoriesache, dass das Brückenplatzieren hier jetzt mit einer einzigen Tätigkeit läuft. Das heißt, ich bestätige an für sich hier den ersten Ankerpunkt, während ich den zweiten Ankerpunkt, wo die Brücke platziert werden soll, im Fokus liegt. Ja, das heißt, ich muss die anvisiert haben, während ich den ersten Ankerpunkt setze und automatisch soll dann die Brücke gesetzt werden. Ich habe das nicht so wirklich gekonnt. Ja, gebe ich mal offen und ehrlich zu. Habe ich nicht hinbekommen. Vielleicht bin ich das auch nicht richtig angegangen. Ich weiß es nicht. Wenn hier jemand das rausfindet, gib mir bitte einen Tipp. Ja, bin mal gespannt, wie das wirklich abläuft, wenn es abläuft. Ich habe hier, ihr habt das gesehen im Inventar, große Axt, also rostige Axt und eine moderne Axt. Die zwei Äxte zählen definitiv ohne Zweifel zu den sogenannten großen Äxten im Spiel. Und die Entwickler meinen so, wir haben jetzt die Kategorie große Äxte drin. Da bekommen die großen Äxte jetzt auch einen schweren Angriff. Ich weiß nicht genau, wie der durchzuführen ist. Die Entwickler verraten uns das nicht, ja. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht halten wir die linke Maustaste mal gedrückt. Ja, und das sieht mir schon nach einem schweren Angriff aus, ne? Zumindest meine ich, dass der gute Herr schwer stemmt, wenn er die Axt hochzieht. Und das auch bei der modernen Axt ist das hier komplett gleich. Ja, sieht nur anders aus.
die Axt. Jo. Es gibt hier auch eine Änderung am Lochschneider. Wir kennen den Lochschneider. Ja, jetzt gibt es den hier einige Versionen lang schon, aber keiner spricht wirklich drüber. Die Entwickler sagen, oberhalb des Lochschneiders kann nun auch geschnitten werden. Ja, und das wird auch, vielleicht ist das, ja nee, das war früher schon so, aber das sah ein bisschen anders dargestellt aus früher, denke ich mal. Da hat sich hier nicht die Blaupause hier zwischen reingeschoben, sondern die tatsächliche, das tatsächliche Modell ist hier mitgeschoben worden. Ne? Das passiert hier jetzt nicht. Ich kann mir das nur, wie das aussieht, in der Vorschau angucken und auch nach oben kann geschnitten werden. Was aber beim Lochschneider noch neu ist, so sagen die Entwickler, der schneidet hier ein bisschen überlappend. Ja, das heißt, alles, was hier irgendwo in der Nähe ist, ein bisschen drüber steht, nimmt er gleich hier mit. Ja, weggefressen. Gut. So, das geht hier nicht. Ja, vorne. Und das geht auch bei, sag mal, Gebäuden wie Fundamenten geht das nicht. Das geht auch hier nicht. Man sieht das, das wird rot dargestellt. Und wenn man das aber trotzdem probieren möchte... Na, ist was los. Hier, ja. Da ist was los. Und das raucht auch ordentlich. Meine Güte. Ja, gut. Aber ich sag mal, das ist jetzt die letzte Änderung, die ich euch herzeigen möchte. Die. Na, wo haben wir sie? Jo, prozeduralen Wände. Prozedurale Zäune. Und, ja, auch das prozedurale Fundament. Ja, das hat jetzt keine Minimumlänge mehr. Früher ist das mal so gewesen, och, ich muss das hier bis auf diese Länge mindestens lang ziehen. Nee, das ist jetzt hier ein Stamm. Ja, ich kann hier auch einen zweiten Stamm bauen. Ja, man sieht, das, ich sag mal, das wäre schon fertig. Ich kann hier das hinbauen, fertig ist die Wand, die prozedurale Wand. Und das läuft, wie gesagt, läuft das hier auch mit einem Zaun. Ja. So. Dann könnte ich hier schon loslegen. Das wird, wie ihr das gesehen habt, auch bei dieser Wand, ja, wird das natürlich hier vertikal aufgestapelt. Ja. Und ich sag mal, sobald hier die Mindestbegrenzung zutrifft, ist es nicht mehr möglich, dass ich mir hier Fenster oder Türen reinbaue. Das geht, sobald die, ja, ehemals, das ist ja keine Minimumlänge mehr, ne? Das ist ja ehemals... Früher gab es eine Begrenzung, jetzt gibt es sie nicht mehr. Sobald ich hier über die Minimumlänge drüber bin, nee, da auch nicht. Ja, wo geht das dann? Ich denke mal so ab hier... Ja, hier irgendwo, denke ich, ne? Genau. Da ist das wieder möglich, kann ich hier eine Tür reinbauen. Ja, oder ein Fensterchen, ist auch ganz schick geworden. Jo, ich sag mal, das war die alte... die alte, ja, fast hier. Oh Mann. Das war die Axt im Walde gewesen. Wir sehen uns, nehme ich an, mal wieder zur Version 0.48 in 4 Wochen. Ne? Das sind jetzt hier 27 Tage oder so. Meinen die Entwickler laut Anzeige im Hauptmenü. Ja, und drüber hinaus, es gibt auf jeden Fall auch hier und da ein paar Veränderungen, Verbesserungen, Optimierungen. Guckt euch das mal an im forum.2fdforest.net, wo ihr mich auch findet. Ja, und ich denke mal, jetzt gehe ich auch dann die Mod-AP direkt mal aktualisieren nach dem Video hier. Und ich sag mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war ich, die Axt im Walde. Das war Was ist los in the Forest? Was ist neu in the Forest? In der Version 0.47. Jo, alles Gute, tschüss.